Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich bin Jakob und heute schauen wir uns ein weiteres Gerät von unserem Lab an, und zwar den Markforged Carbon Drucker. Der befindet sich ganz hinten in unserem Lab in der Ecke. Da gehen wir jetzt hin und ich zeige euch jetzt, was alles dieses Gerät kann. So, jetzt sind wir hier an unserem schönen Markforged Mark II Drucker und dieser unterscheidet sich ein bisschen von den Druckern, die wir hier sonst im Lab haben und die ihr vielleicht von unseren weiteren Workshops kennt. Und das sind hauptsächlich FDM-Drucker von der Firma BCN3D. Die haben wir schon in ein paar Workshops gezeigt und der Hauptunterschied besteht in dem Material, was bei dem Drucker verwendet wird. Und dann auch ein bisschen in dem Aufbau, wobei das Prinzip eigentlich gleich bleibt. Es ist ein FDM oder auch FFF Drucker, also entweder Fused Deposition Modeling oder Fused Filament Fabrication, bedeutet beides das gleiche, einfach dass ein Filament in Drahtform aufgeschmolzen wird und dann einfach auf eine Platte Schicht für Schicht aufgetragen wird. Das ist bei dem das gleiche und der Unterschied ist, dieser hat nicht nur eine Düse, sondern zwei, und zwar, da können mehrere Materialien kombiniert werden. Und das Spannende ist, man verwendet meistens irgendeine Mischung aus Nylon und Mikrokohlefaser. Das ist das Coole daran, weil Kohlefaser natürlich viele Vorteile mit sich bringen. Und dann kann man das zusätzlich, also diese Mischung, das Filament sieht eigentlich ähnlich aus als wie das, was man sonst von den anderen Druckern kennt. Und das kann man zusätzlich bei dem Drucker mit weiteren Materialien wie zum Beispiel Glasfaser, Kevlar oder tatsächlich endlos Kohlefasern dann weiter verstärken. Also bedeutet, es wird nicht komplett daraus gedruckt, sondern das Filament, woraus gedruckt wird, wird an ein paar Stellen zusätzlich verstärkt, um dann die Festigkeit zu erhöhen. Das so zum allgemeinen Prinzip und zu den Unterschieden. Und heute gehen wir den ganzen Druckprozess durch. Also ich zeige euch, wie man den Drucker vorbereitet, wie man eine Datei in dem Slicer, der eigentlich genau für den Drucker vorgesehen ist, sliced und wie man dann den Druck startet und wie dann auch so ein fertiger Druck aussieht. Das ist heute der Plan und so werdet ihr dann auch den Drucker ein bisschen kennenlernen. Ja, und für heute habe ich mir da so ein kleines, schönes Projekt überlegt. Und zwar sowas. Das ist ein Kartenhalter. Genau, also ganz einfach, ganz einfaches Modell. Da schiebt man einfach seine Karte rein, wenn man ein Schlüsselband hat, was dann schön anschließen. Und anhand von diesem schönen kleinen Projekt zeige ich euch, wie der Drucker arbeitet und was man dabei beachten muss. So, zuerst zum Aufbau ein paar Wörter. Und zwar, so sieht der Drucker aus. Ganz elegant gemacht. Nicht immer praktisch, aber sehr elegant. So kann man das Gehäuse öffnen. Hier ist dann das Display. Hier das Heizbett. Also Heizbett sagt man allgemein beim Drucker. Das hier wird tatsächlich nicht beheizt, also es ist einfach eine Bauplatte. Hier Touchscreen, damit bedient man den Drucker, kann man alles Mögliche auswählen, werden wir uns gleich anschauen. Also hier wählt man dann, welche Datei gedruckt werden soll, wie heiß der Drucker ist, wenn man ein neues Filament lädt und so weiter. Das steuert man alles über dieses Display. Den Drucker können wir uns auch von oben anschauen und da versteht man vielleicht das Prinzip oder die Funktionsweise ein bisschen besser. Und zwar hier ist dann unser Druckkopf und in diesen Druckkopf führen zwei Schläuche. Und da ist vielleicht ganz gut, wenn wir uns noch den Drucker von der hinteren Seite angucken. Und zwar hier haben wir das Filament. Es ist so verschlossen, weil
Ich hoffe, man kann das jetzt sehen. So sieht das aus. Einfach so eine Rolle, wie man auch von normalen 3D-Druckern kennt. Es muss einfach nur verschlossen sein, weil es sonst Feuchtigkeit anzieht. Und wenn das Filament dann feucht ist, dann funktioniert das nicht so gut. Deshalb muss es verschlossen sein. Hier führt das dann in den Druckkopf. Und hier wird es einfach aufgeschmolzen bei ein bisschen höheren Temperaturen als bei normalen 3D-Druckern. Bei PLA sind das ungefähr 200 Grad. Hier sind das dann so um die 250, sogar vielleicht ein bisschen mehr. Dann dieser zweite Schlauch, das ist dann das Verstärkungsmaterial. Und zwar jetzt haben wir hier zum Beispiel Kevlar. Das kann man hier ganz schön sehen. Und das wird hier so reingezogen und kommt dann auch in die andere Düse. Das heißt, der Drucker, abhängig davon, was wir dann im Slicer einstellen, weiß dann, mit welcher Düse er drucken soll. Zuerst, also meistens wird mit der rechten gedruckt, also mit dem Filament, was wir hinten gesehen haben. Daraus entsteht das Objekt und zusätzlich, wenn wir das so einstellen, wird es an bestimmten Stellen mit dem Verstärkungsmaterial verstärkt. Das kann, wie gesagt, Kohlefaser, Kevlar oder Glasfaser oder noch mehrere andere Materialien sein. Das letzte, was wir uns noch anschauen müssen, ist das da. Also hier schaltet man von hinten den Drucker ein, das ist, glaube ich, jetzt nicht so wichtig. Was wir auf jeden Fall brauchen, ist dieser USB-Stick. Da werden wir dann unsere Datei, also unser 3D-Modell, drauf speichern. Also die geslicete Datei, und genau das gucken wir jetzt uns an. So, jetzt der erste praktische Schritt, und das ist natürlich eine STL-Datei zu haben. Die haben wir, die muss man dann slicen, also für den Drucker so übersetzen, dass er weiß, wie er die drucken soll. Und dafür gibt es da so eine Web-App, leider kein eigenständiges Desktop-Programm, aber funktioniert eigentlich ganz gut. Das ist der Stick, den ich von dem Drucker genommen habe. Schließe ich einfach hier an, und da werden wir dann die Datei dann speichern und werden das dann wieder an den Drucker so übertragen. Zu dieser Web-App kommt man einfach über den Browser. Vorsicht, lieber Chrome nutzen. Safari wird zum Beispiel nicht unterstützt. Und da tippt man einfach ganz einfach eiger.io. Und dann kommt man auf diese Webseite. Ja, und auch wenn man sich da registrieren muss als neuer Nutzer, das ist für uns heute nicht so wichtig. Und ich zeige euch einfach mal, wie man damit arbeitet. Und genau, da geht man einfach jetzt auf Import STL. Und dann wird da einfach die Datei, die man da vorbereitet hat, einfach importiert. Und so sieht dann die Oberfläche vom Slicer aus. Ja, und hier muss man ein paar Sachen einstellen, damit der Druck dann tatsächlich klappt und damit der Drucker weiß, zum Beispiel mit welchem Material wir dann drucken. Das stellt man hier rechts ein, und zwar hier unter Material, da nehmen wir Onyx. Das ist dieses dunkle Filament, also Nylon mit ganz kleinen Kohlefaserstücken, und damit drucken wir heute. Das ist dann Material. Und hier Reinforcement Material, das ist dann in unserem Fall Kevlar, also dieser Endlosfaser, die dann nur an bestimmten Stellen reingelegt werden, um dann die Festigkeit zu erhöhen. In dem Fall nehmen wir also Kevlar. Printer Type, das ist im Lab Mark II. Genau, und man kann hier eigentlich gar nicht so viel einstellen. Wenn man das zum Beispiel mit Cura oder so vergleicht, gibt es hier gar nicht so viele Möglichkeiten. Ich muss aber sagen, der Slicer macht das in der Regel eigentlich ganz gut, und man ist damit mehr oder weniger zufrieden. Also bei Infill kann man da auch ein paar Sachen einstellen, aber wirklich nicht viel. Wenn man dann fertig ist, geht man auf Save. Muss man kurz warten. Und gleich werden hier links dann ein paar Daten angezeigt, zum Beispiel
Print Time, also wie lange das dauern wird, bis unser Druck fertig ist, 2,5 Stunden. Auch hier Materialkosten kann man hier alles ablesen. Dann, um uns den Druckprozess und die Simulation davon angucken zu können, gehen wir hier in Internal View. Und wieder kurz warten. Genau. Hier unten kann man sich dann jede Schicht anschauen. Und diese gelben Stellen, das sind dann die Schichten, wo dieses Verstärkungsmaterial reinkommt. Man sieht, es ist in dem Fall nicht wenig und sogar einmal hier unten auf der gesamten Fläche und dann hier noch oben. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, weil wir ja nur einen einfachen Kartenhalter drucken. Deshalb kann man das hier auch alles anpassen. Also in dem Fall kann man diese obere Schicht so komplett ausmachen. Genau, das heißt, hier, da wird gar nicht mehr verstärkt. Lila, das ist dann Support, wird in dem Fall gebraucht, weil da ein paar Stellen sind, wo der Drucker sonst in der Luft drucken würde. Ja, und hier können wir diese Verstärkungsschicht auch ein bisschen dünner machen, können wir auch ein bisschen Material sparen. Das ist, wie gesagt, bei unserem Druck jetzt nicht so wichtig, aber wir wollen uns ja anschauen, wie das funktioniert. Es geht ja um das Prinzip und natürlich gibt es sinnvollere Anwendungen für das Verstärkungsmaterial. Genau, damit sind wir eigentlich fertig. So wird dann der Druck ablaufen. Also hier druckt man mit Onyx. Hier wird dann Verstärkungsmaterial, in unserem Fall Kevlar, eingesetzt. Hier wird dann weiter gedruckt, weiter, weiter, weiter. Hier kommt dann Support und dann zum Schluss. Also ab dem Punkt wird dann sowieso mit dem Onyx gedruckt. Ja, wenn wir zufrieden sind, können wir hier auf Save gehen, die Datei speichern. Dann geht man hier auf Print. Und genau, dann geht man hier nochmal auf Export Build. Damit kann man dann seine Datei generieren. Die kommt dann auf den USB-Stick und mit dem Stick gehen wir dann gleich zum Drucker. So, jetzt sind wir mit dem Slicen fertig. Ich habe jetzt die Datei darauf gespeichert. So, das erste, was wir hier machen, ist den Drucker vorheizen. Das macht man hier, also einfach auf dem Display hier auf diese drei Striche gehen. Dann geht man hier auf Utilities, Manual Control, Temperature Control und hier sagt man dann Heat. Das sind die zwei Düsen, wo ich gesagt habe, dass der Drucker hat. Wir haben ja eingestellt, dass wir auch eine Schicht mit dem Verstärkungsmaterial haben. Das ist dann Fiber und wir sagen hier in dem Fall Both, also dass sich beide dann aufheizen sollen. Und hier haben wir dann nur so eine Warnung, dass wir die Düsen nicht anfassen sollen. Das wissen wir. Also dann. Und dann den Stick, auf dem wir dann die Datei gespeichert haben. Der kommt hier in diesen USB-Port rein. Ja, und jetzt warten wir einfach, bis der Drucker aufgeheizt ist und dann können wir den Druck starten. So, jetzt ist der Drucker aufgeheizt und wir können jetzt einfach den Druck starten. Wir finden hier bei Storage, Print from Storage, einfach die Datei, die wir hier gespeichert haben. Das ist dann Check Card Folder. Da gehen wir einfach drauf. Und damit hat er schon angefangen. Hier können wir ein bisschen den Drucker sauber machen. Genau, und jetzt fängt er schon an zu drucken.
Also das erste, was er macht, ist eine sogenannte Purge Line, was eigentlich ganz nützlich ist, aber wenn man, also dabei wird einfach viel Material durch die Düse geschoben. Also für den Anfang ist es eigentlich ganz gut, aber wenn man jetzt wirklich entlang von der ganzen Länge von dem Heizbett das machen würde, würde man ziemlich viel Material verschwenden. Also kann man hier einfach auf Skip Purge gehen. Da kann man überprüfen, ob das Bett gelevelt ist. Kann man auch alles bei den Drucker machen. Ist nicht viel unterschiedlich als unsere anderen FDM-Drucker. Ja, und jetzt fängt der schon an. Und das können wir dann von oben angucken. Genau, die erste Schicht sieht perfekt aus und jetzt können wir einfach genießen, wie der Drucker da arbeitet. So, damit habt ihr das nächste Gerät von unserem Lab kennengelernt und gesehen, dass es auch bei dem nichts besonders Kompliziertes ist, so ein schönes kleines Projekt zu verwirklichen. Und ihr habt wirklich jeden Schritt in dem ganzen Ablauf mitverfolgen können und auch gesehen, wie da der Aufbau und die grundsätzliche Funktionsweise von dem Drucker ist. Das war es für heute von mir und ich freue mich auf euch beim nächsten Workshop und hoffentlich auch bald hier im Lab. Ich freue mich auf euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Dann sehen, wo die Unterschiede genau sind. Das nehmen wir nochmal auf den Pin und ich zeige euch diesen coolen Drucker. Ach, nochmal. Auf gespeichert und gut, ich bin angeschlossen. Dann auch den Drucker ein bisschen kennenlernen.